Einen wunderschönen guten Morgen am Challenge-Tag Nummer 24, muss schon rechnen. Ja, heute ist mein letzter Tag, immer 15, morgen gibt es auf jeden Fall Ergebnisse. Ich werde aber danach trotzdem weitermachen, also die Challenge geht ja insgesamt 28 Tage, also der Dommer, Jessie, etc. sind noch 4 Tage dran, weil die ja das 4-Tage-Legungsprogramm vorne her gemacht haben. Und ja, dementsprechend, ich werde auch mit dem F1 weitermachen, das kann ich euch morgen mal erklären, was das genau ist. Jetzt auf jeden Fall ist erstmal immer 15 mein letzter Tag. Im Prinzip ist es F1 genau das gleiche. Es ist einfach das 30-Tage-Programm. Und ich hatte jetzt das 15-Tage-Programm. Für das 15-Tage-Programm gibt es eben so eine Box. Und für die 30 Tage sind es die Produkte quasi einzeln und die reichen aber für einen Monat. Also im Prinzip das Allergleiche, weil wir haben größere Ziele auf jeden Fall dieses Jahr. Ja, was die Gewichtsreduktion betrifft, deswegen wird es auch weitergehen. Auch wenn die Challenge vorbei ist für uns, natürlich mit ein paar mehr Cheat Days, ganz einfach aus dem Grund, weil einige Geburtstage, wie es wahrscheinlich bei euch allen ist, anstehen. Zum Beispiel im Februar hat mein Opa Geburtstag, mein Papa, dann haben wir auch Kickoff und fahren da auch ein paar Tage weg. Und klar, wenn wir im Urlaub sind, dann essen wir natürlich auch ganz normal. Und ja, deswegen... Genau, machen wir zwar trotzdem weiter, aber wie gesagt, mit ein paar Cheat Days mit eingebaut. Aber wir werden natürlich weiterhin berichten. Aber die Daily Vlogs enden natürlich dann auch mit Ende der Challenge. Also wenn die 28 Tage vorbei sind, dann hört es mit den Daily Vlogs auch auf. Ja, insgesamt hoffe ich, es war für euch interessant zu sehen, was wir so gekocht haben, wie das Ganze so abläuft, was wir, sag ich mal, was der Dommer jetzt an Yoga gemacht hat, ich an Bewegung mit dem Spazierengehen. Ne, also, dass ihr mal gesehen habt, wie das so alles abläuft. Wir machen das mit Sicherheit wieder, weil das war jetzt für uns schon das 7. Jahr, glaube ich, in Folge, dass wir das gemacht haben zum Januar. Aber wir machen auch manchmal unter dem Jahr nochmal solche kleineren Challenges. Also dieses Mal sind wir mit 55 Leuten gestartet. Das machen wir unter dem Jahr meistens nicht. Das sind wir meistens zwischen 10 bis 30 Leute. Aber ja, vielleicht nehmen wir euch da auch nochmal via Daily Vlog mit. Das könnte passieren, aber geplant ist auf jeden Fall, dass ihr 2 YouTube-Videos die Woche auf jeden Fall bekommt, unabhängig von den Podcasts, weil die Podcasts kommen ja auch wöchentlich raus. Also es bleibt auf jeden Fall spannend auf unserem Kanal, wir haben echt viel geplant und ja, jetzt geht's mal weiter mit meiner Morgenroutine. Good morning in the morning, dobro jutro, liebe Gemeinde. Schön in der Natur. Hier ist ein auch, wo ist der Frischdachs? Die erste Walk ist, die ersten Stäbsammler. Tag ist wieder vollgepackt. Und ja, let's go. Harrison. So, heute gibt es eine Geflügelwürstchenpfanne. Hier kochen schon die Kartoffeln. Ist besser, wenn man die vorher abkocht, sonst sind die so hart. Zwiebeln kommen noch mit rein, aber ich zeige euch gleich, was ich da am Maken bin. Alles klein geschnippelt. Und jetzt die Kamera. Und fertig ist der Würstcheneintopf. 700 wie viel Gramm? 740. 740 Gramm sind 800 Kerls. Ja. So schnell. Die Jenny hat wieder bestellt. Jenny hat wieder bestellt. Was hat? Harrison! Vom Fressner. Wow! 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 Wow. Mm. Oh, was gibt's denn? Multi-Fit. Mm. Let me see, let me see. Was haben wir hier? Little Bears. Bears. Ja, wieso? Bass. Ja. Auch Knusprig, okay. Du hast die Knuspern. Strawberry Cheesecakes. Hä? Ist das so, okay. Das ist richtige, also hundemäßig ja. Cakes. Donut. Hä? Käse-Ecken. Aber das ist nur der Look. Naja, das ist nur das ist hart wie Stein. Okay, Cheesecake. Was sind das für Lollipops? Das sind.
Lollipops. Dann haben wir Vogelhups. Ich will das Gefühl, ey. Aber Frezzy online gab es 10% dann hier. Was ist das? So Baklava-mäßig. Pralinen. Ja. Noch ein Lollipop. Noch ein Lollipop. Dann hier Waffeln. Faste. Dann Rinty für den Hundeplatz. Diese kleinen Fleischdinger da. Dann solche Kau. Da stimmt die Marke eigentlich ganz gerne. Dann. Guck mal, wie er hingeht. Nochmal so Kauis, wild. Oh, Harrison. Dann hier Macarons. Macarons? Ach ja. Ja, und das ist eigentlich gar nicht so gut, aber das ist Hundeleberwurst, weil der Harrison isst seine Vitamine nur eingewickelt in Leberwurst. Aber vielleicht haben wir den auch so konditioniert, dass er das macht. Vielleicht macht er das auch gar nicht. Nee, wir machen es wieder Leberwurst weiter, dann isst das wenigstens. Ja. Ja, wir können nicht alles richtig machen. Er kriegt ja auch immer nur so eine kleine Kugel um die Tablette rum. Ja. Aber da bin ich jetzt fasziniert, was ist das alles? Das ist cool, ne? Muss mal eine geben. Ja. Aber der muss sich die verdienen, der kann ja einfach sowas bekommen, der muss jetzt ein Kunststück machen. Was willst du ihm geben? Keine Ahnung, was bist du denn bereit zu geben? Hier so. So eine Praline. Ich will sie selber geil essen. Boah, Harrison. Komm mal da. Komm mal hier vor. Fein. Wow. Ist das wie beim Jonte? Und Platz. Platz. Sitz. Nein, Sitz. Fünf. Gib fünf. Fünf. Check. High five. High five. Ja. Jawohl. Jumper. Sitz. Spin. Wow. Sitz. Und Platz. So ist er fein. Wo ist es? Gib mir die Kamera. Du kannst besser filmen. Und los! Ist das yummy? Ist das was Neues? Mmh. So, ja, wieder ein Tag fast um und ja, viel zu zeigen gibt's nicht, weil wir sind derzeit wirklich viel am Hasseln. Also ich sitze hier wieder im Büro am Rechner. Wir haben viel zu lernen, viel, sage ich mal, zu arbeiten, wie das meistens im Januar so ist. Aber ja, so viel ist nicht passiert. Wir gehen jetzt gleich noch zu meinem Opa hoch und dann mit Harrison wieder eine Runde laufen. Und heute Abend haben wir aber noch einen Führungskräfte-Team-Call um 8 Uhr. Und ja, am Putzen, also Dama ist gerade noch am Putzen. Also ich muss dann auch noch demnächst putzen, also ihm helfen. Wobei ich denke, dass das dann eher morgen passieren wird, dass wir hier die Bude putzen. Und ja, wie gesagt, viel am Rechner zu tun. Ja, jetzt gucke ich hier gerade auf so ein Buch. Also ich weiß auch nicht, ob ihr das kennt. Also ich bin so jemand. Also ich liebe wirklich alles so. Also ich bin jemand, der sich immer absolut strukturieren und planen muss und alles aufschreiben und To-Do-Listen und so weiter. Und ich habe mir hier noch ein Buch gekauft von Lebenskompass, das ich auch richtig cool finde. Aber ich habe gefühlt, alles von denen habe ich so den Eindruck, aber ich komme überhaupt nicht dazu, alles überhaupt vernünftig zu machen oder auszufüllen. Aber das Buch fand ich richtig cool. Und zwar heißt es Good Food, Good Mood, also gutes Essen, gute Laune. Das kann man so definitiv unterschreiben. Und zwar fand ich das halt mega gut, weil, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch noch nicht komplett durchgeguckt. Also ich sehe nämlich hier achtsam kochen. Upsa, jetzt fallt ihr um. Ich sehe hier Übungen zum achtsamen Kochen. Weiß jetzt auch gar nicht, was das jetzt wieder sein soll, achtsames Kochen. Aber
Guck mal mit euch rein. Also erstmal gibt es ein Inhaltsverzeichnis. Das finde ich auch schon mal super gut. Ich erkläre euch auch gleich, warum ich das so gut finde. So, auf ein neues. Die Kamera ist nämlich jetzt schon zweimal umgekracht. Und zwar gibt es hier eine Seite mit achtsamem Kochen. Und die wollte ich jetzt finden. Genau, und hier steht, so, da soll man einfach mal einschätzen, wie gesund man seine Ernährung einschätzt. Was verbesserungswürdig, also einfach so eine Ist-Aufnahme der aktuellen Ernährungssituation und was man verbessern möchte, finde ich auch nicht schlecht. Aber warum ich das so cool fand, weil das ist quasi so ein gebundenes Buch, wo man aber einfach Seiten hat, für Rezepte reinzuschreiben. Also ich fand das richtig, richtig gut. Und man hat auch hier, also man schreibt quasi selbst ein Kochbuch, nennen wir es mal so, also mit Vordruck. Und man hat hier eben auch ein Inhaltsverzeichnis, wo man dann halt wirklich reinschreiben kann, auf welcher Seite welches Essen ist. Weil ich sag mal so, es würde ja nicht passieren, dass man die Rezepte so reinschreibt, keine Ahnung, A wie Apfelmus und A wie Auberginenauflauf oder so. Ich denke mal, also ich werde das Buch so nutzen, dass ich die Rezepte so reinschreibe, wie ich sie jetzt halt gerade koche und dass sie mir nicht verloren gehen. Weil ich weiß nicht, wie ihr eure Rezepte aufhebt, aber es würde mich echt mal interessieren, könnt ihr ja mal kommentieren. Ja, das Ding ist irgendwie, also ich selber habe ein Notizbuch mir mal gekauft und habe da so ein paar Rezepte drin. So ein paar von Dommas Mama, ein paar von meiner Mutter, ein paar von meiner Oma, ein paar von mir selber. Also ein paar Sachen, die ich gut fand, Plätzchenrezepte, so wichtige Rezepte halt. Aber man kocht ja viel mehr, also zumindest wir kochen ziemlich viel, also wir achten eigentlich schon drauf, dass wir oft was anderes kochen. Das hat aber einfach den Grund, weil mein Mann nicht immer dasselbe essen will und mein Opa auch nicht. Und dann hat man irgendwie so ein Sammelsurium aus allen möglichen Rezepten. Und dann hat man, also wir haben noch einen Thermomix. Da hat man ja die Cookidoo-App, die finde ich schon mal super gut, weil man sich da richtig gut organisieren kann. Da kann man Ordner anlegen, kann sich die Rezepte reinschieben und kann sich dann wiederum von dem Ordner aus die Rezepte auf die Einkaufsliste schieben. Also das ist wirklich das Optimum. Aber nichtsdestotrotz, ich koche auch nicht jeden Tag mit dem Thermomix. Also ich mache fast jeden Tag, könnte man sagen, den Eisbergsalat für einige da drin. Nee, Quatsch, Spaß, aber schon oft. Aber ich koche auch viele Rezepte so, die ich habe. Und dann habe ich halt von meiner Oma Rezepte auf Karteikarten geschrieben. Dann habe ich bei meiner Oma jetzt wirklich die Rezepte mitgenommen. Also das sind Bücher, wo sie Vermerke reingemacht hat. Das sind einzelne Ausschnitte aus Zeitungen. Aber das sind trotzdem Rezepte, die wirklich bei uns in der Familie gekocht wurden. Zum Beispiel zu Ostern gibt es eine Lammkeule und das ist ein Rezept, was sie mal aus einer Zeitung hatte. Also total gar nicht mehr so das, was man heute, glaube ich, macht. Also ich muss sagen, ich war überhaupt noch nie Generation Zeitungen, weil klar, ich erinnere mich, wo ich noch so Teenager war, 14 und so, klar gab es dann die Mädchen und die Bravo, Bravo Girl. Und später gab es dann auch mal die keine Ahnung, wie Cosmopolitan und InStyle und was weiß ich, was es gab. Im Studium hatte ich ein Abo vom Spiegel und von der FAZ, ja, klassisch BWL-Student halt. Aber danach habe ich eigentlich nie wieder mit Zeitung gearbeitet, wobei ich sagen muss, jetzt habe ich eine coole Zeitschrift. Die habe ich von der lieben Sonja, meiner Heilpraktikerin, Freundin, Teamkollegin. Also wir machen ziemlich viel zusammen. Und zwar fand ich die ganz cool, das ist die Happiness. Weil die Sonja uns schon das zweite Jahr daraus unser Jahreshoroskop vorgelesen hat und ich fand, wollte mir halt das Heft kaufen mit dem Jahreshoroskop. Das gab es dann aber nimmer, aber dann gab es das und ich fand das ganz cool und das habe ich jetzt mir gekauft und habe mir sogar überlegt, das so als einziges Abo zu machen, weil ich das Heft ganz gut finde und keine Ahnung, ich mag es halt einfach klassisch. Ich lese auch ein Buch und kein Tablet, ja, also ich kann euch auch mal den Schrank demnächst mit meinen Büchern zeigen. Also ich habe alles noch in Papierform, irgendwie, ja, keine Ahnung, bin halt da irgendwie so altgebacken und fand es aber ganz cool, auch mal eine Zeitschrift zu haben, weil ich finde jetzt gerade, wenn man so im Auto unterwegs ist, ne, also so, wir fahren ja mit dem Auto in Urlaub und dann finde ich es halt ganz cool, wenn man nicht unbedingt am Buch liest, sondern halt einfach mal so eine Zeitung hat, die man durchblättern kann oder beim Arzt oder was weiß ich, ne, also auf jeden Fall finde ich das Konzept Zeitschrift gar nicht so blöd, weil da kann man auch mal was ausschneiden, ne, aber ich habe halt keine Rezepte aus der, früher hieß es, glaube ich, oder, wo da so die Rezepte drin waren oder
Kochdinger. Wobei ich sagen muss, es ist schon anders, weil die Kroatier zum Beispiel hat diese Thermomix-Zeitung und die sind ja auch nach Themen aufgebaut. Da kann man durchblättern und kann sich da nochmal Inspiration holen. Das wirkt nochmal ganz anders, wie wenn man am Handy sitzt und sucht da was raus. Ne? Also man kann das schon irgendwie besser, finde ich, wahrnehmen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin trotzdem kein Zeitschriftentyp, aber meine Oma war das total. Und ich habe tütenweise Rezepte aus Zeitschriften von ihr. Ich habe Kochbücher und habe mein Zeug. Ich habe auch en masse Kochbücher, aber halt eben auch viele lose Rezepte, weil zum Beispiel die kroatischen Rezepte, die wir kochen, das ist nicht so vielseitig. Also eigentlich ist es Sarma und punene Paprika, also gefüllte Paprika. Cevapcici, halt so die Klassiker, die man so macht. Und eigentlich haben wir immer Domas Mutter angerufen und gesagt, ah, wie geht es nochmal? Dann saß sie so am Telefon und dann, ah, mach ein bisschen hier, mach ein bisschen da, bisschen das, bisschen dies. So war das. Und der Doma hat es dann halt einfach mal mitgeschrieben, was sie gesagt hat. Aber bis wir es mal mitgeschrieben haben, hat man auch schon 5-mal angerufen gefühlt. Und die Rezepte habe ich dann schon mir runtergeschrieben. Also zum Teil sind die auf Zetteln, zum Teil habe ich die aber auch immer im Buch drin. Aber es ist halt alles durcheinander. Und dann ist es so, es gibt Rezepte, die schmecken einem gut, die macht man öfter. Und es gibt Rezepte, die schmecken einem nicht so gut, also eigentlich will man sie gar nicht mehr kochen. Dann muss ich dazu sagen, habe ich auch noch wirklich Kochbücher aus sämtlichen Diäten, die ich mal gemacht habe. Also es ist wirklich ein mega Sammelsurium. Und dann haben wir ja noch unsere Facebook-Gruppe, wo wir wirklich über 100 Rezepte drin liegen haben, passend für Kli 9, F15, F1, also für unsere Challenge. Ja, also es ist überall ein bisschen was, aber gefühlt hat man jeden Tag den Eindruck, man weiß irgendwann nimmer, was man kochen soll. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wenn ich jetzt so ein Buch habe, dann ist es so ein bisschen geordneter. Und in das Buch schreibe ich wirklich auch nur die Rezepte, wo ich sage, die koche ich wirklich häufig, die koche ich immer. So Klassiker bei uns sind wirklich Sarma, gefüllte Paprika, kroatische, ne, punene Paprika oder zum Beispiel malaysisches Curry von meiner Mutter, Losi Fun, ein Gericht von meiner Mutter. Von meiner Oma gibt es ein Gericht mit Hackbällchen, das hatten wir auch die Woche, das kochen wir relativ häufig. Oder eben so Klassiker, die meine Oma gemacht hat, wie Erbsensuppe, Linsensuppe, aber halt wirklich so, wie sie es gemacht hat, Käsekuchen, wie meine Oma den gemacht hat. Oder, ja, zum Beispiel so die klassischen deutschen Sachen, so Blumenkohl in weißer Soße mit Pfannkuchen, Spargel und so Sachen. Also so Dinge, die man eben häufiger kocht, die würde ich jetzt halt gerne, also so wirklich so Klassiker, die man braucht, die würde ich halt gerne jetzt hier reinschreiben. Ja, weil Liebe geht durch den Magen, hier steht's. Also fand ich auf jeden Fall eine coole Idee. Klar, es muss jetzt nicht dieses Buch sein, ja, man könnte jetzt auch das zur Inspiration mal durchgucken und könnte sich das selber schreiben. Aber ich fand es einfach wunderhübsch gemacht, fand es eine gute Idee und ein gutes Sammelsurium, so für alles, fand ich jetzt. Ja, jetzt habe ich lange über Essen gesprochen, gell? Aber ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja mal eure Meinung sagen, wie ihr das so macht mit den ganzen Rezepten oder ob ihr überhaupt kocht oder keine Ahnung. Ja, würde mich mal interessieren. Ja, jetzt habe ich nochmal ein Thema, da wüsste ich auch mal gern eure Meinung. Heute ist irgendwie Labertag. Es werden alles irgendwie, glaube ich, auch Themen für einen Podcast. Mal gucken. Vielleicht greifen wir das ja mal beim Pfälzer Stammtisch auf. Und zwar, ich gucke hier gerade meine E-Mails und sehe gerade eine Versandbestätigung. Das sind die schönsten E-Mails, ja, weil Jessan wird sagen, hast du wieder abgetrickt? Ja, habe ich. Und zwar bei Depot. Nachdem dann 50.000.000 E-Mails kamen von wegen Frühlingsrabatt, der Rabatt, der Rabatt, der Rabatt, habe ich dann irgendwann nach 8 Wochen wirklich auch mal was bestellt. Und zwar brauchte ich aber, allerdings, ich brauchte tatsächlich was und hatte keine Lust, in die Stadt zu gehen. Also ich brauchte einen Teller. Ich zeige euch dann auch, wenn alles da ist, für was ich diesen Teller brauchte. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt endlich mitbestellt Glas-Trinkhalme in Petrol. Also Petrol kommt ja dem Türkis, was ich mag, so ungefähr nah. Und ja, das Thema ist einfach, wir haben ja eine Espressomaschine auch mit Milchaufschäumer und ich mache häufig Latte Macchiato, am meisten eigentlich, wenn die Köys kommen, weil die Jenny Köy trinkt gerne Latte Macchiato oder auch wenn die Geschwister von Doma kommen, Kroatien und so, die trinken auch gerne Latte Macchiato oder der Helbe trinkt auch mal gern einen, weil wir trinken eigentlich nur Kaffee schwarz, aber ich gönne mir dann auch mal einen, am liebsten mit Barista Kokosmilch, die schäumt richtig gut und ja, auf jeden Fall braucht man dafür einfach einen Strohhalm. Und ja, das Ding ist, heutzutage mit diesen Pappdingern, also ich komme damit gar nicht klar. Ich finde es total widerlich, auch wenn man, keine Ahnung, sich ein Getränk bestellt bei Mc's oder Burger King, wenn es mal schnell gehen muss, oder an der Tankstelle.
Gut, da hat man meistens dann diese Kaffeebecher mit der Pappe. Das finde ich auch total widerlich, ne? Diese Kaffeebecher to go mit der Pappe. Ich finde diese Pappe am Mund echt ekelhaft. Aber das Schlimmste sind wirklich diese Strohhalme aus Pappe. Also da muss man das Getränk echt mega schnell trinken. Und ich bin halt jemand, ich trinke eigentlich wirklich nur Wasser. Aber ja, wenn es jetzt mal schnell gehen muss und man isst tatsächlich mal Meckes, was ich generell nicht mag, weil ich esse einfach nicht gern Burger, aber egal, dann hat man halt mal diese Cola oder diese Fanta. Und ich bin halt jemand, der wirklich das eigentlich nicht trinkt. Und ich trinke extrem langsam. Und wenn man dann dieses Pappe da hat und das löst sich schon auf, ey, das ist wirklich so widerlich. Also am liebsten würde ich meistens sagen, ohne Getränk, gell? Weil, also das ist, ich weiß nicht. Also die Lösung, die da gefunden haben, gefällt mir überhaupt gar nicht. Umweltschutz hin, Umweltschutz her, alles schön und gut. Klar, wir müssen auf die Umwelt achten, sehe ich alles ein, aber ich finde es trotzdem alles ein bisschen fragwürdig, weil wir sind schon ein bisschen was so um die Welt gereist und ich komme ja selber halb aus Malaysia. Und dort sind halt Gummibäume, Rubber Trees, und da bekommt man gefühlt alles in Plastik. Also man bekommt 5 Plastiktüten, also selbst wenn man auf dem Markt sich eine Sojamilch kauft, dann wird die Sojamilch in einer Plastiktüte abgefüllt, kommt ein Röhrchen rein, also ein Strohhalm, wird ein Gummi drum gebunden und so trinkt man das. So ist es einfach, weil das ist halt einfach günstig da. Und dann denke ich mir, okay, krass. Unser kleines Deutschland muss irgendwie immer die Welt retten, habe ich manchmal so das Gefühl. Und gerade was so Umwelt angeht, wir waren auf den Bahamas, dort an Piggy Beach. Und also auf jeden Fall, ich überlege gerade, wie die Insel heißt. Exuma, genau. Und da kann man wirklich nur mit so einem kleinen Flugzeug hin und da waren einfach Müllberge, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, alte verschrottete Autos, weil wir hatten uns ein Auto gemietet und sind über die Insel gefahren. Und das ist ja eigentlich, ne, Bahamas, Rutsch, ja, also man denkt nur, die Reichen gehen dahin und überhaupt, mag auch sein, da ist auch ein mega fettes Resort, da kostet die Nacht wirklich tatsächlich, keine Ahnung, 3000 Euro oder so, aber wir hatten ein ganz normales Zimmer, wo wir waren und hatten uns, wie gesagt, ein Leihauto genommen. Aber wenn man da über die Insel fährt, dann hat man da einfach Müllberge und verschrottete Autos, wo ich mir denke, jo, ne, alles klar. Also wir hier übertreiben total und andere würden lieber mal was machen, so in dem Sinne. Naja, egal, auf jeden Fall, damals gab es, als wir auf den Bahamas waren, gab es hier noch Plastikstrohhalme. Aber egal, auf jeden Fall habe ich jetzt gedacht, okay, nachdem man Plastikstrohhalme ja bald nicht mehr kaufen kann, wobei ich sagen muss, ich habe, glaube ich, noch einen Vorrat, der reicht noch mein ganzes Leben, außer ich feiere jetzt eine Party, wo man Strohhalme benutzt, habe ich halt gedacht, ich brauche auch mal solche Glas-Trinkhalme. Dann habe ich welche gesucht, wollte dann aber auch kein Vermögen ausgeben, hätte aber gern welche in meiner Farbe gehabt. Habe die ewig nicht gefunden. Dann habe ich welche so aus Plastik in der Not genommen, weil ich dringend welche brauchte. Aus dem Teddy für 1 Euro, irgendwie mit so Glitzer sogar drin, in weiß, also durchsichtig und rosa waren die, glaube ich. Aber es ist halt auch nicht das Wahre, ne? So das Plastik, wenn man das oft dann durch die Spülmaschine, man hat zwar diese Bürste dabei, aber es ist halt auch nicht so geil. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich endlich ein paar Glasstrohhalme in Petrol gefunden. Petrol kommt meiner Farbe so ungefähr ein bisschen nah. Und bin jetzt mal gespannt, die waren auch preislich okay, also die haben irgendwie, ich weiß es gar nicht, 89 Cent oder so gekostet. Also ich bin gespannt, wenn sie kommen, ich werde auf jeden Fall es euch zeigen, aber mich hätte halt mal die Meinung interessiert, was ihr so von diesen Papierstrohhalmen haltet. Und ja, so viel zu dem Thema, dass meine Depotbestellung voraussichtlich Samstag bis Dienstag geliefert wird. Du-du-du-dum. Leaders Meeting.